Walter Hofer hat es ja vor kurzem sehr treffend charakterisiert. Hinterzarten ist unser Labor. Und in Hinterzarten ist zum Beispiel der Chaot-Wettbewerb, wie er bei der Tournee immer noch gesprungen wird, getestet worden und für gut befunden worden. Es gab aber auch eine andere Sache, wo in Hinterzarten mal ein Viertelfinale, Halbfinale ausprobiert worden ist. Das hat man sehr schnell wieder verworfen, wenn man gesehen hat, es ist ein Viehsprung abträglich. Aber hier wurden immer wieder die Regeländerungen erstmals ausgetestet. Da gab es ja mal ein Grand Prix, da sind gleich reihenweise die Athleten disqualifiziert worden, weil sie einfach nicht regelkonform waren. Und so hat sich Hinterzarten immer wieder geeignet, solche Dinge im Sommer zu testen, die dann im Winter zur Anwendung kommen sollten.